Hallo zusammen, salve a tutti oder buenos dias. Ich bin aus Sevilla zurück. Schicke Stadt, kann ich nur jedem empfehlen. Also wirklich, man sollte nur vielleicht eine Woche vorher nichts essen, weil da gibt's genug. Aber es ist wirklich klasse, also ganz toll, hat viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt hier 17.41 Uhr und ich bin vor einer halben Stunde hier reingekommen. Und jetzt kommt also der DAX, der normalerweise am Freitag kommt. Zuerst mal diese Geschichte hier nochmal. Das ist der am Mittwoch. Da mache ich das für Active Trades, dieses Wunschkonzert. Da sind jetzt schon jede Menge Aktien reingekommen, aber nochmal, ich nehme nur die, die mehrfach genannt wurden. Ja, ich nehme also die, die am meisten genannt wurden, wobei mich hat einer von euch Zuschauern auf die Idee gebracht, ich sollte doch vielleicht mal nicht unbedingt die Altbekannten nehmen, sondern ich nehme auch mal ein paar nicht so bekannte Werte. Und ich werde aber auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich am Mittwoch nach dem Webinar auch noch einen YouTube-Film machen mit so 10 weiteren Werten, also von den am meist gewünschten. Aber die halte ich aus dem Webinar raus. Und ich muss gucken, ich habe die Liste noch nicht gesehen, deswegen bitte, bitte schreibt mir nichts unter YouTube, schickt das alles dahin, den Link, den kriegt ihr gleich hier unter dem Film, weil die machen das für mich, das habe ich dann vom Bein, das finde ich ganz nett. Also es ist am Mittwoch, ja, und morgen ist Aufnahmeschluss. Dann haben wir, das will ich auch zeigen vorher, den VDAX. Schlupp hier rüber. Das muss man schon mal sehen. Somit fange ich auch an. Ihr seht, wie die Bänder schon wieder erheblich zusammengegangen sind. Das sind jetzt gerade mal mit Mühe Not 900 Punkte. Das waren hier 4000. Und der VDAX ist runtergegangen auf 29,66. Das ist immer noch hoch. Das ist also die quasi implizite Volatilität, um es vereinfacht auszudrücken, für die Optionen. Das ist immer noch hoch. Wir sind hier. Und das heißt, genau genommen sind wir da. Wenn ihr das mal im Jahresvergleich habt, ist die deutlich geringer, die so zwischen 17 und 21 handelt die meistens. Wir sind immer noch knapp unter 30. Das ist viel, auch wenn sie am Freitag schon verloren hat, 4,94%. Also es ist schon noch, das ist schon noch hoch, aber es ist ganz klar, da kommen jeden Tag neue Nachrichten. Und verschiedene Unternehmen sagen dann auch, ja, also das ist für uns gar nicht gut, was sich da entwickelt. Und das ist noch lange, lange nicht vom Tisch, auch wenn ich mir wünschen würde, dass da morgen direkt ein Friedensvertrag sein würde. Dann haben wir hier mal 500, 800 bis 1000 Punkte nach oben. Ja, aber dann wird die Rechnung mit ganz spitzem Bleistift gemacht. Gut, also schauen wir hier in den DAX rein. Wie gesagt, die Bänder gehen ganz eng zusammen und sind weiterhin darin begriffen, zusammenzugehen. Das obere kommt runter, das untere kommt hoch. Das untere liegt zusammen mit dem 38er Retracement von der Bewegung All-Time-High bis Corona-Tief bei 13.910. Und da kommt auch hinzu das Gap vom 15.03. bei 13.917. Das ist also eine ganz wichtige Marke, die 14.000. Die finde ich jetzt, das ist für mich nur eine Zahl. Die eigentliche Chartmarke ist für mich die 13.910. Da dürfen wir mal 20 Punkte drunter schauen, auch von mir aus 30, aber mehr nicht. Und wenn der wieder reinkommt, ist das eine coole Geschichte. Aber das ist auf jeden Fall für mich so eine Make-or-Break-Line, MOB-Line. Also oben haben wir nach wie vor diesen Bereich von dem 61er Fibonacci Retracement bei 14.818. Ja, wir waren drüber. Und das ist eine ganz blöde Situation dann, also auch für Daytrader, wenn wir auf einmal bei 14.900, ich glaube, wir waren 74 hoch waren, dann denkt man in dem Moment auch nicht drauf, sondern jetzt geht er gleich wieder unter diese Linie. Hat er aber tatsächlich gemacht. Es ist nicht einfach hier, das Daytrading. Ja, also ich war jetzt am Donnerstag und am Freitag nicht da, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, aber einfach ist anders. Deswegen sage ich ja immer, von mir werdet ihr nie die Worte einfach und Börse in einem Satz zusammen hören, das geht gar nicht. Das heißt, wir pendeln jetzt hier um das 50er Retracement herum. Da sind wir bei 14.364. Wir haben eine, wie ich finde, sehr wichtige Marke 13.910 und nach oben die 14.818. Wir sind vom MACD her momentan im ziemlichen Neutralbereich. Da ist kein Blumentopf mit zu gewinnen. Der ist zwar nach unten gerichtet, aber schon im neutralen Bereich. Die Stochastik hingegen, der Oszillator, ist schon deutlich überverkauft. Der kann relativ schnell hier auch mal drehen, aber das muss nicht morgen am Montag sein, das kann auch bis Mittwoch warten. Zinsen sind ein Thema, Inflation ist ein Thema, Ukraine ist natürlich das Oberthema. Also er ist hier momentan, da wir so um die 20-Tage-Linie herum handeln, er ist momentan rein vom Chart her völlig neutral. Der kann sich beide Seiten aussuchen. Vor diesem Hintergrund habe ich also auch Scheine gewählt,
die zwar ein bisschen weiter weg sind, aber trotzdem einmal einen Hebel von 19 und einen von 17 haben, also keine kleinen Scheine. Der Call, den ich genommen habe, ist die GK21YR. Da sind wir sogar weit weg, da sind wir bei 13.511, da sind wir ungefähr hier. Mir wäre das zu heiß, den hier an das Gap ranzulegen, muss ich ehrlich sagen. Was ich mir vorstellen kann, ist, wir sehen das Gap, wir gehen da drauf und schießen dann von da aus, benutzen es als Sprungbrett, weil, wie gesagt, Fibo-Zahlen, unteres Band und Gap sind schon drei Interessensgruppen, die dann da aktiv werden würden. Da kann ich auch einen engeren Schein nehmen, so 13.600, 13.700, kann ich machen. Aber dann bitte nur mit Kleingeld. Weil das Ding hat jetzt schon einen Hebel von 19. Das ist keine kleine Option. Der Put ist offensichtlicher, den muss ich hinter das letzte hochlegen. Also in meinem Fall ist das jetzt hier, habe ich drauf geschrieben, 15.005. Es ist 15.054 ist das. Das ist ein Hebel 17. Das ist die HB4EJV. HB4EJV. Der liegt also dann hier hinter. Ich finde, da ist keine Richtung momentan auszumachen. Das muss man auch dann einfach mal so sehen. Und würde mich freuen, wenn ihr, ich mache einen Film am Dienstag über den DAX, sodass ich den Mittwoch frei habe, um dann weitere Werte nach dem Webinar zu analysieren. Aber würde mich freuen, wenn ihr da hinkommt. Ihr könnt natürlich dann auch Fragen stellen, ist kein Thema. Und es ist eine Stunde angesetzt. Wenn es eineinhalb werden, ist mir das auch wurscht. Wird bestimmt auch aufgezeichnet, ja. Aber so eine Aufzeichnung, die ist nach drei Tagen eigentlich Makulatur, wenn es um die Börsenkurse geht. Ich wünsche euch jetzt ein Happy Trading und auch trotzdem fette Beute. Alles Gute, bye bye.